So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Final Fantasy 3. In der letzten Folge hatten wir den Kristallturm schon ziemlich weit geschafft. Wir haben jetzt natürlich auch gegen den gelben Drachen gekämpft, der uns sehr viel Zeit verschwendet hat und viele Magic Points auch in die Hose gegangen ist. Aber was kann man denn sagen? Es ist nicht mehr so normal, dieser Kampf, aber egal. Hoffentlich können wir dann die nächsten Kämpfe jetzt mal ignorieren. Und die Frage ist jetzt, wie sollen wir jetzt weitermachen? Ich werde jetzt mal natürlich den gelben Drachen als auch die anderen Gegner jetzt mal echt ignorieren, weil die Kämpfe können jetzt ziemlich brutal werden. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt schaffen werden, weil der gelbe Drache war schon jetzt einer der stärksten Gegner im Spiel, muss ich schon ehrlich zugeben. So, den wollen wir mal auch ignorieren. Der hat uns so viel Sachen gelöscht. Ah, da war noch ein Geheimgang. Ich habe ja fast vergessen, da war noch ein Geheimgang im Osten. Weil die anderen Richtungen waren ja sowieso unnötig. Gut. In diesem Stockwerk sind wir schon mal diesmal durch. Ich hätte wirklich Analyse einsetzen können, dann weiß ich auch genau, wie viel Hitpoints dieser gelbe Drache hat. Weil ich glaube, das müsste schon echt übertrieben stark gewesen sein, der Typ. Ohne Scheiß. Na bitte. In der zweiten Runde hat es jetzt endlich mal aufgegeben. Trotzdem sind die auch sehr gute Erfahrungspunkte wert, diese Gegner, muss ich schon ehrlich zugeben. Aber der gelbe Drache, ey. Ne. Diesen kämpfe ich nicht mehr. Kannst du knicken, Alter. Nein, danke. Ich kämpfe nicht mehr gegen diesen Kerl. Ich habe 10 Minuten verschwendet für diesen Fight, letzten Part. Das war echt übertrieben. Tschüss. Tschüss. Keiner hat Bock auf den gelben Drachen. Ich sowieso nicht. Okay, da ist noch ein geheimer Gang. Oh, jetzt kommt ein Hinterhalt, na super. Ach nee, jetzt ist auch noch vergiftet. Der Hinterhalt ist aber ziemlich fies. Okay, da wurden die auch blind gemacht und Antidote haben wir auch zum Glück mit. Ist ja auch mindestens das Gute jetzt. So. Da ist noch ein geheimer Gang noch. Okay, da ist nichts. Okay. Wir werden ein paar Kämpfe noch machen, bevor wir den Final Fight jetzt richtig dann durchziehen werden. Aber ich darf jetzt nicht zu viel Zauber verschwenden, weil der Kampf kann jetzt schon ziemlich brutal werden. Nächster Zeit. Autsch.
Machen wir die schwachen Magie jetzt diesmal. Aber der dunkle General geht locker down. Nice. So, was haben wir hier? Hier war natürlich nichts. Okay. Da war nichts. Dann war dann dieser Raum halt unnötig. Aber so wie es aussieht, kommen wir jetzt schon bald zu Xanthus, also dem Boss. Also nicht mehr so weit, dann sind wir schon endlich da. Mal sehen, was es hier gibt. Das müsste jetzt wahrscheinlich jetzt schon der letzte Raum sein. Der westliche Korridor ist natürlich eine Phönixfeder. Nach Norden gelangen wir in den nächsten Bereich. Und da ist ein grüner Drache. Oh nee, oh nee. Kein Bock. Kein Bock. Nein. Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Oh Gott, ich habe keinen Bock auf diese Gegner, ne? Aber ich muss aber dann wirklich kämpfen, damit wir dann Level 60 sind. Aber ich habe keinen Bock zu kämpfen gegen die. Ein Kristallpanzer. Mal sehen, wen kann ich jetzt Kikuichi Monji mal sehen? Was für eine Waffe wäre dann noch stärker? Der Protestring schützt ja natürlich den allen. Verhindert einige Zuschussveränderungen. Das wäre nicht schlecht, dass wir dann alle den Runen. Sachen nehmen, vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt nicht so viele von denen. Oh Mann. Na gut, dann haben wir das jetzt auch schon hinter uns gebracht. Ob wir wirklich jetzt bereit sind für den großen Fight, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe echt Angst. Ohne Scheiß, ich habe Angst. Ob wir wirklich noch wirklich gewappnet sind jetzt für den letzten Kampf. Ob das wirklich jetzt der letzte Kampf sein wird, wissen wir jetzt noch nicht. Aber das werden wir dann bald gemeinsam herausfinden. Ob hinter der Tür jetzt schon sogar der Final Boss auf uns wartet. Mal Vikra setzen wir mal kurz in Ruhe ein. Inzwischen werden wir dann kurz mal Level 60 mal trainieren, das wäre besser. Man weiß ja nie, wie stark jetzt die Gegner dann sein werden, dann in Zukunft. Aber ich glaube, wir werden das schon schaffen. Das ist jetzt schon so jetzt der zweite Teil des Kristallturms, by the way. Also nicht, dass ihr dann verwirrt seid und wir sind jetzt schon im Final Boss. Also noch lange noch nicht. Aber mal sehen, ob es jetzt dann tatsächlich der Final Boss jetzt vor der Tür dann bald stehen wird. So. Wie sieht es jetzt mit den ganzen Zauber aus? Naja. Ein Elixier will ich mal gönnen für Arg und Refia.
wenn wir gut vorbereitet sind. Aber im Großen und Ganzen sind wir schon gut vorbereitet jetzt für den großen Kampf. Ich bin ja ziemlich nervös, Leute. Also, mal sehen. Ich muss jetzt mal jetzt den letzten Page nochmal aufmachen. Ja. Also tatsächlich sind wir jetzt schon jetzt hier im letzten Stockwerk. Ich habe jetzt eh schon jetzt nachrecherchiert jetzt. Ich habe Schiss, ob wir das schaffen werden. Aber hey. Wir schaffen das schon, wir sind Level 58, 59, also bis zum Final Boss müssen wir dann natürlich schon bald Level 60 erreicht haben. Aber Level 58 ist auch ziemlich eine große Sache hier. Also... Es wird jetzt nicht so sehr einfach sein, aber wir werden dann unser Bestes geben. Jetzt gehen wir nach oben. Doch bevor wir das tun, schauen wir mal jetzt kurz um jetzt hier in dieser Säule. Dahinter geht es noch etwas vielleicht sogar? Nee. Erstmal kurz inspizieren, falls wir was vergessen haben. Wir könnten natürlich auch noch jetzt zurück zu Invincible gehen, damit wir dann vorbereitet sind für den ganzen Fight, aber wozu denn eigentlich? Wir sind jetzt schon so weit gekommen, den ganzen Weg jetzt wieder zurückzugehen, wäre schon ziemlich mühsam, findet ihr nicht auch? Na gut. Ich glaube, im Osten gibt es natürlich einen Raum, wie das jetzt da schon gestanden war, habe ich jetzt gelesen. Aber ich weiß nicht, wo genau. Aber ich glaube, das war jetzt doch nichts mehr hier. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Bevor wir das tun, noch ein kleines Safe State setzen. Ist ja auch ganz sicher. Ist sicher. So, Safe State ist jetzt nun gesetzt und uns steht jetzt nichts anderes bevor als der Final Boss Fight. Doch bevor wir das tun, hier gibt es noch den Kristallhandschuh. Weiter in der linken Seite gibt es noch einen Kristallschild und einen Kristallhelm, der uns ein bisschen mehr schützt. Und den werden wir natürlich dann für manche Leute dann aufsetzen. Weil ich weiß, selbst für die Zauberer ist es nicht so sehr nötig, aber... Ja, noch eine Phönixfeder ist ja auch super. Wir haben 20 Phönixfeder, ey, komm. Jetzt gibt es mal diese schwachen Gegner, die sind jetzt nicht so ein großes Kino. Jetzt habe ich extra noch sowieso jetzt die... Elixiere genutzt, damit wir dann extra mehr einsetzen können. Steingar, auf wem? Ihn leider daneben, weil wir haben jetzt nun mal die resistenten Dinge geholt. Lunef kriegt jetzt mal ein Vitra. Verpasst. Eisrute hiermit und du setzt nun mal dann halt den Feuerstab ein. Ich möchte jetzt mal sehr viel Energie jetzt ersparen, damit wir dann jetzt für den Fight gut vorbereitet sind. Sicherheit geht vor, ist ja auch klar. Und ein Kristallhelm. Mal sehen, wem wir den geben könnten. Ach, niemanden eher, so es aussieht.
Also wir können jetzt nur noch eins noch hoffen, dass wir jetzt diesmal eine Chance haben gegen den Final Boss. Also ich bin jetzt schon ziemlich aufgeregt, ihr auch. Denn hier hinter dieser Treppe befindet sich jetzt dann der Final Boss. Aber ist es jetzt wirklich jetzt das Ende dann, wenn wir dann Sante besiegen? Wir werden es dann bald rausfinden. So, nochmal kurz ein Save State habe ich, muss ich jetzt mal kurz setzen, weil wir wollen jetzt nicht, dass wir dann wieder von vorne anfangen und bäm, wieder von neu. Also gehen wir mal die Treppe ganz nach oben. Wenn wir etwas näher rankommen, gibt es noch eine kleine Videosequenz. Hahaha, ihr Narren! Ihr über diejenigen, die ihr Angesicht in diesem Spiegel erblicken, legt sich der Fluch der fünf Drachen. Ich kann mich nicht bewegen. Fürchtet euch nicht. Doga, bist du das? Ich habe doch gesagt, dass unsere Seelen ewig wären. Der Fluch der fünf Drachen kann nur von fünf Menschen, deren Herzen aus purem Licht bestehen, gebrochen werden. Ich werde gehen und diese fünf finden. Verliert die Hoffnung nicht. Ich werde zurückkehren. Ingus ist in großer Gefahr, Prinzessin Sarah. Ich möchte euch bitten, mit mir zu kommen. Der Fluch der fünf Drachen kann nur von denen, deren Herzen aus purem Licht bestehen, gebrochen werden. Werdet ihr uns helfen? Ingus ist in Gefahr? Ich bringe mich sofort zu ihm. Ich werde mit euch kommen. Sid, wir brauchen deine Hilfe. Willst du mitkommen? Er hat... Hat Lunef etwa Ärger? Da brauchst du mich nicht zweimal fragen. Ich hatte gehofft, dass du noch am Leben bist. Mann, es wird total heiß hier drin. Der lebt tatsächlich noch. Dish, du lebst! Ja, natürlich. Und wer bist du? Ich habe gerade den Reaktor im Turm repariert. Das war ganz schön knapp.
Ein paar Sekunden länger und der schwebende Kontinent wäre in die Luft geflogen. Großartig. Würdest du Refia helfen? Der Ärger hört nicht auf, oder? Na klar, ich bin dabei. König von Saronia, Ark und seine Freunde brauchen eure Hilfe. Ark braucht meine Hilfe? Dann werde ich mit euch gehen. Bitte kommt jemand mit mir, um Lunef und seinen Freunden beizustehen. Du kannst auf mich zählen. Ich werde das Kind schon schaukeln. Wünsch mir Glück. Viel Glück. Bin sofort wieder da. Ja, unsere Leute, die wir schon getroffen haben, Dash lebt tatsächlich noch. Was hat man damit gerechnet? Lunef, Ark, Refia, Ingus. Wir werden die Kraft des Drachen bannen. Schnell, in den Spiegel. Ihr müsst die Dunkelheit aufhalten. Danke, Freunde. Lass uns gehen. Tja, Leute. Es steht schon jetzt vor uns. Auf der anderen Seite des Spiegels treffen wir dann schon den Final Boss, Leute. Aber das werden wir erst im nächsten Part machen. Daher mache ich jetzt mal einen Save State. Im zweiten, weil falls wir dann nicht vorbereitet sind, besser im zweiten Save State reinstellen. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann werden wir dann gegen Sande und dann vielleicht sogar einen Final Boss noch besiegen, wer weiß. Ob wir Sande gewachsen sind, das erfahren wir dann in der nächsten Folge. Also falls euch der Part gefallen hat, Like da lassen. Abonnieren, die Glocke aktivieren, nicht zu vergessen, damit ihr nichts verpasst und ihr immer noch dabei seid, meine Let's Play zu gucken und nichts verpassen wollt. Denn im nächsten Part geht es dann los gegen die Sande und der Wolke der Dunkelheit. Ob wir jetzt diesmal den Final Boss besiegen werden? Bleibt dran, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Red Bogotendo. Ciao!